Herzlich willkommen beim Eintracht Frankfurt Podcast, Ausgabe Nummer 267. Mein Name ist René, außerdem heute mit dabei der Herr Marvin. Hi, hi, hi. Der Herr Basti. Gute. Und der Herr Dennis. Ja, servus, hallo. Frau Alex ist unabkömmlich und deswegen heute nicht da, wird aber am Samstag wie im Großteil des Teams dem Pokalfinale beiwohnen und das wird auch das heutige Hauptthema sein, aber wir steigen so ein bisschen mit einem kleinen Rückblick auf das vergangene Wochenende ein. Wir hatten ja mal gesagt, dass wir so Leipzig so ein bisschen als ja, Generalprobe quasi sehen. War es denn jetzt eine Generalprobe oder war sie es nicht? Doch, ich würde schon sagen, dass es eine Generalprobe war und die ist auch durchaus gut gelungen. Also ich muss sagen, ich habe mir zwar, also emotional nicht ganz so viel Investment da reingegeben, um es mal so zu sagen. Also ich habe mir schon gedacht, okay, wichtig, wir wollten um die Pokalkarten geholt. Das war für mich das große Ziel an diesem Samstag, das hat alles geklappt. Und habe dann gedacht, okay, jetzt gucken wir uns das Spiel mal an. Und du weißt, Leipzig ist halt ein unbequemer Gegner. Und die Mannschaft ist vielleicht nicht komplett bis in die Spitze motiviert. Das kann hier in jeder Lage geben. Aber was war? Die Eintracht hat wirklich versucht, hier noch dagegen zu halten. Hat am Ende der ersten Halbzeit auch, sah das auch, fand ich gar nicht schlecht aus. Und trotz der Tatsache, dass es 0-2 zwischenzeitlich stand, gab es keine Missfallensbekundung seitens der Fans. Da muss ich sagen, war alles ruhig. Ganz im Gegenteil, es wurde noch gut Stimmung gegeben und die Eintracht hat es, wie man das von der Frankfurter Eintracht manchmal in besten Zeiten kennt, noch einigermaßen rumgedreht und hat aus einer fast sicher geglaubten Niederlage immer noch einen Unentschieden gemacht. Das war, glaube ich, das absolute Highlight des Tages da, das Thema da irgendwie rauszuholen. Zum einen, dass Vallejo, der dann eben wieder auf dem Feld stand, den Anschlusstreffer zum 1-2 macht und das 2-2 von Danny Blum, was ja quasi, also dass das Ding nicht hinten wieder aus dem Tor rausgekommen ist, war ja alles mit der Wucht und mit der Energie, wie er das Ding da reingehämmert hat. Also boah, war ja ein brutales Ding. Also ich muss ganz ehrlich sagen, wie man dazu kommt, das Ding so einzulochen, das war schon herausragend. Basti und ich haben uns angeguckt, haben gedacht, was ist hier eigentlich los? Oder da was hast du war das für ein Tor? Den kompletten Frust von ihm gemerkt, der da einfach drinne war und der Wille da endlich das Ding irgendwie glatt zu ziehen. Also es war grandios. Du siehst da ja, die Einstellung. Ne? Basti? Nee, ich wollte nur sagen, es war auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Ja. Hallo? Ja, alles gut. Und hört ihr mich? Ja. Ich wollte jetzt so sagen, es war auf jeden Fall sehr, sehr wichtig, was da passiert ist. Weil ich glaube, wenn es so ein bisschen ausgeplätschert wäre, dann wären die Fans vielleicht nicht mehr so angezündet gewesen. Aber was dann am Ende passiert ist, nach dem Spiel dann auch noch, werden wir vielleicht gleich noch kurz drüber sprechen, wenn wir zu Leipzig zum Finale überleiten. Das war schon sehr, sehr wichtig. Für mich auch. Also die Stimmung dann im Block, die war überragend. Beim 2-2 ist das ganze Stadion explodiert. Das war dann dementsprechend proportional zu der Schusshärte. Ist dann auch echt, sind die Fans dann nochmal wieder gekommen. Und das war, dieser kleine Wink nach Berlin war dann Gott sei Dank da, dass du das Gefühl hast, so auf den Rängen wird es so aussehen. Ich hoffe, auf dem Platz wird es auch so aussehen. Und wir haben ja letzte Sendung gesagt, dass vielleicht der ein oder andere Spieler sich noch in diese Finalmannschaft spielen kann. Und vielleicht ist das Danny Blum. Weil so ein Schuss kann eine Waffe sein, auch gegen eine Dortmunder Mannschaft, wo vielleicht aus der Position mal geschossen wird, wo du nicht unbedingt mit rechnest, sondern schlägt das Ding plötzlich ein. Und Bürki würde diesen Ball auch nicht halten. Und ich habe irgendwie dieses merkwürdige Gefühl, ich weiß gar nicht, woher es kommt, aber dass die Eintracht irgendwie durch einen Weitschuss in Führung gehen könnte. Und ja, wenn Danny Blum das so macht oder Fabian, dann wäre ich sehr zufrieden. Und ich hoffe, dass dieser Schuss wirklich nochmal die letzte Motivation auch in die Mannschaft selber gebracht hat, dass sie sieht, Leute, wir können hier zwei Tore schießen. Und nicht so, oh Gott, wie soll das gut gehen, sondern ich glaube, die Mannschaft musste sich nach diesen schlechteren Spielen auch selber beweisen, dass es noch funktioniert und egal, ob Leipzig jetzt motiviert war oder nicht, aber du musst halt trotzdem auch erstmal machen. Und
Die zweite Halbzeit war echt eine wichtige Nummer, weil du hast, Marvin und ich haben vorm Spiel gesagt, boah, jetzt haben wir unsere Karten abgeholt, wir haben eigentlich gar keinen Bock auf dieses Spiel, weil wir waren dann auch ziemlich früh da, wir saßen dann auf der Treppe und haben gedacht, boah, eigentlich würden wir jetzt gerne nach Hause. Wir sagen, ich sag's ehrlich, der Marvin und ich wollten lieber nach Hause und Konferenz schauen, ja, und weil es ein bisschen spannender gewesen wäre. Aber dann waren wir froh, dass wir doch da geblieben sind, weil du dann auch, wir haben es vorm Spiel so gesagt, was alleine auch so ein bisschen eine Initialzündung sein könnte, ist dann die Einwechslung von Meyer und Vallejo, dass du siehst, okay, die beiden können wieder laufen, die beiden sind wieder fit, die können wieder Fußball spielen und können eventuell in Berlin spielen. Dann kam das dazu, plus die zwei Tore. Ja, und dann ist das so kulminiert in diese Explosion nach diesem Tor und dann war ja ziemlich danach, war ja auch ziemlich zeitnah, war ja dann auch Schluss. Und ja, vielleicht könnt ihr dann nochmal beschreiben, wie ihr die Ansprache nach dem Spiel erlebt habt, weil ich konnte dazu gar nicht viel sagen, weil ich ziemlich angefangen habe zu heulen fast. Und ja, ich trage diese Gänsehaut immer noch mit mir, gucke mir dieses Video auch noch öfters an und werde mir das wahrscheinlich vor Berlin auch noch öfters anschauen. Werde den Marvin damit im Auto auch nerven, das über die Anlage laufen lassen. Ne? Das und, ist okay, Gerard. Ja, und ich bin, wenn ich nicht schon genug gepumpt war, dann bin ich es jetzt. Also ich muss ganz... Ich will da nochmal ganz kurz zum Spiel sagen, und das ist ja komplett absurd. Wir haben ja am 34. Spieltag, das Ding geht ja um nichts mehr. Ne? Es ging ja um de facto gar nichts mehr. Maximal noch darauf, Platz 12 oder 11. Und was waren wir geil auf diese Tore? Das ist ja das Absurde. Wir haben das erste gefeiert, wie als hätte es keinen Morgen gegeben. Natürlich auch mit dem Positiven, das war Lecho, der eingewechselt wird, dann auch noch das Tor macht. Das war, glaube ich, sein erstes Bundesliga-Tor oder was weiß ich. Genau. Macht er dieses Ding. Und dann in der, ja, was weiß ich, 90. Minute haut Daniel Blum das Ding rein und dann feiern wir, als wären wir hier gerade einen Europacup eingezogen. Ja, also darum ging es nicht. Aber es ging genau darum, dass jeder diesen Moment erhofft hat und jeder hat darauf hinausgefiebert und es kam genauso. Und wie Basti es gesagt hat, es war diese kleine Flamme, die es brauchte, um hier etwas Großes anzuzünden. Ja? Und dann ging es einfach weiter mit dieser Ansprache. Dennis, habt ihr das überhaupt mitbekommen? Du konntest ja leider nicht kommen. Wurde das gezeigt oder wurde das komplett ignoriert? Also ich habe es so nicht mitbekommen an dem Spieltag insbesondere. Ich habe jetzt auch, wie der Basti schon sagt, Ausschnitte danach gesehen. Aber sonst, Marvin, erzähl du noch ein bisschen was dazu, weil Basti sagt ja schon, er war so emotional, dass er jetzt gar nicht so viel mehr dazu sagen kann. Kannst du noch ein bisschen was dazu zusammenfassen? Also im Endeffekt brauche ich nichts großartig zusammenfassen. Das ist überall bei YouTube, da könnt ihr das euch angucken. Fakt ist einfach, dass jemand von den Ultras die Möglichkeit bekommen hat, was ich ziemlich cool fand, die Mannschaft, ja, wie soll ich sagen, einzuheizen für das Pokalspiel, aber gleichzeitig die Verbindung hinbekommen hat zwischen der Mannschaft, die ja vor den Fans stand, und den Fans. Also, dass er es geschafft hat, beide in ein Boot mitzunehmen und gemeinsam die richtigen Worte gesprochen hat, um sie einzuschwören für die unendlich große Angelegenheit, die am Samstag kommen kann. Gleichzeitig aber nicht vergessen hat zu erwähnen, dass die Jungs stolz auf sich sein können, dass sie über das aktuell Geleistete schon zufrieden sein können, damit nicht negativer Druck aufgebaut wird, sondern allein positive Freude, dass die mitbekommen, hier stehen unglaublich viele, 20.000 bis 30.000 Frankfurter stehen hinter dieser Mannschaft wie ein Mann. Und das hat er sehr, sehr gut formuliert. Und ich denke, das ist wirklich, trotz der Tatsache, dass er vielleicht kein Verbalmagier war, sondern dass er vielleicht nicht die weisesten Worte gewählt hat, war das eine emotionale Ansprache, die mich komplett mitgenommen hat. Und ehrlich gesagt, wenn ich links und rechts neben mich herumgeschaut habe, auch andere Leute. Es gab den einen oder anderen 17-Jährigen, der ziemlich feuchte Augen hatte. Und wenn du merkst, das ist ja auch für die eine emotionale Situation. Meine Güte, wir sind vielleicht schon ein bisschen Eltern haben schon das Pokalfinale 2006 gesehen, aber da sind Leute, 17, 18-Jährige, die haben das alles auch noch nicht erlebt. Für die ist es das erste Mal Pokalfinale. Und dass diese Emotionalität komplett rüber transportiert werden konnte, war so geil und es hat so gut gepasst in einer friedlich positiven Atmosphäre. Besser hätte es die Eintracht nicht machen können. Ja, muss man sagen. Ich finde auch gut, dass die Eintracht das erlaubt hat, bei allen Unkenrufen, die es da immer wieder gibt.
dass wirklich diese Einheit da ist. Dass man erstmal alle Probleme, die es vielleicht auch gibt, ausblendet und sagt, okay, wir fahren dort alle zusammen hin. Und er hat ja 30 Mal betont auch, dass es Frankfurt und die Eintracht als Verein ist und die Spieler irgendwie den Spielern auch, ja, was ich am geilsten fand, dass er den Spielern probiert hat zu transportieren, Leute, das hier ist ein Verein, der ist vielleicht mehr wert, als ihr momentan noch denkt, wenn ihr seht, was hier abgeht. Hm. Und als der dann diesen Gesang angestimmt hat, wo jeder eingehakt hat, also wo das ganze Stadion diesmal wirklich mitgemacht hat, was ja nicht immer so ist. Und diese Lautstärke, das habe ich selten in Frankfurt erlebt. So diese Lautstärke von so einem Gesang nach dem Spiel gibt's nicht oft. Und ich glaube, dass das so ein Spieler dann auch trotzdem noch in den Ohren bleibt, auch Tage später noch, dass du siehst, wie beeindruckend das ist, wenn alle hüpfen, alle sich in die Arme nehmen und hüpfen und so laut schreien, wie sie nur können, um dann zu zeigen, Leute, so wird es in Berlin wahrscheinlich auch aussehen. Und die Leute selber, die mitgesungen haben, auch wissen, okay, so wie da werde ich in Berlin auch abgehen. Und das kann eine Mannschaft tragen. Ich würde das gar nicht unterschätzen. Ich glaube, dass diese 30.000, 40.000 Frankfurter, die dann da sein werden im Stadion und die insgesamt, ja, ich habe jetzt von 60.000 gelesen, die überhaupt in der Stadt sind, dass sich das als Spieler tragen kann, weil du dann wirklich, um es jetzt mal in seinem Sprech zu sagen, wirklich dicke Eier in der Hose hast, wenn du dann auch noch ein Tor schießt und auf diese Fans zurennst. Ja. Das braucht sich ja jeder von uns nur mal ein bisschen vorstellen, wie das sein könnte, wenn du derjenige auch noch bist, der dieses Tor macht und in diese Kurve rennt, die vorm Spiel dann auch noch in ähnlicher Lautstärke wahrscheinlich Schwarz-Weiß für Schnee von Tankard gesungen hat, was du wahrscheinlich auch irgendwie noch mitkriegen wirst. Ja, Leute, wenn ich das als Fußballer nicht mitreiße, dann solltest du vielleicht wirklich nach China wechseln. Aber ich glaube es nicht. Ich glaube auch, dass da ein oder andere Spieler dabei ist, der wirklich denkt, geil. Das hast du doch gemerkt, das hast du doch schon gegen Gladbach gemerkt. Das war ein intuitives Moment, als die Spieler nach dem Elfmeterschießen einfach zu uns in die Kurve gegangen sind. Ja, genau, da wurde doch nicht nachgedacht. Das war doch kein konstruierter Move. Das war die reine Emotionalität. Hm. Und wenn du da in die Spieler geguckt hast, am Samstag nach 17.30 Uhr, nach dem Abpfiff Dingsbums, keine Ahnung, wie spät es war, hat jegliche Zeit verloren. Da hast du in die Augen der Spieler geguckt. Und die hat das gefreut. Da war nicht das, was immer von irgendwelchen Pseudopsychologen irgendwo, ja, Angst und so, oder Bullshit. Das war die pure Freude. Die fanden es geil, dass es jemanden gibt, der sie auf Händen trägt für diese Momente. Ja. Und das war genau dieser richtige Moment, der transportiert wird. Und ich glaube, das ist eher Ansporn. Denn es ist doch gleichzeitig auch klar, dass wir über das aktuell Geleistete, dass wir nichts mit dem Abstiegskampf zu tun haben, dass es eine ordentliche Saison war im Grunde. Da kann man doch auch zufrieden sein. Das wird ja auch breitflächig irgendwie thematisiert. Aber gleichzeitig gibt es diesen Bonus, gibt es diese herausragende Kirsche, die hier geschnappt werden kann. Ja, ich muss als du das von Gladbach erzählt hast, ich muss echt aufpassen, dass ich diese Sendung stimmlich überstehe und meine Stimme nicht zittrig wird und ich hier anfange zu flennen. Ich habe so Bock da drauf, das gibt's gar nicht. Ja, ja. Also das ist halt auch das, was sich natürlich durch dieses 2:2, durch dieses korrekte Ergebnis dann auch noch rumgetragen hat, was ein bisschen schwieriger gewesen wäre, das zu verargumentieren, aber durch gerade durch dieses Rückkommen, war das halt, es hat unglaublich gut zu dieser Dramatik gepasst. Wenn du Dinge schreiben willst, wie Fußball abzulaufen hat, dann ist das der optimale Weg. Auf jeden Fall. Ergebnis im 90. Minute, vielleicht auch durch Blum, der in der letzten Minute seinen Strohhalm genommen hat und hat ihn manifestiert, hat gezeigt, hier, ich will auch ins Pokalfinale. Weil, ganz ehrlich, die Plätze sind ja noch nicht endgültig vergeben. Da konnte sich noch der eine oder andere reinspielen. Darüber werden wir ja gleich noch sprechen. Aber, Leute, das wird geil. Das wird geil. Ich glaube wirklich, auch wenn ich mich jetzt schon wiederhole, sorry, aber ich glaube, dass dieser Spirit, der gerade hier in Frankfurt in der Stadt ist, und du siehst es ja überall, es begegnet dir in sozialen Medien, es begegnet dir auf der Straße, wir reden darüber, bei Twitter reden die Leute drüber, du redest mit deinen Freunden drüber, der Marvin und ich schreiben uns öfters mal Nachrichten, wo wir denken, Alter, wir treffen uns bald, bald ist es soweit, du bist. Man ist so gehypt, man kann an gar nichts anderes denken. Ich habe so von so vielen Leuten gehört, die so nervös sind, dass keiner mehr an irgendwas anderes denken kann. Diese Anspannung, wer genug Karten kriegt, die ist fast bei den meisten weg, also zumindest aus meiner Filterblase. Dass jeder hinfährt, man verabredet sich, man kriegt ein einigermaßen akzeptables Rahmenprogramm auch von der Eintracht präsentiert. Du triffst dich dort mit vielen, du weißt genau, was dort abgehen wird. Das wird ja auch nicht nur während dem Spiel, sondern auch vor dem Spiel wird das schon emotional werden. Ja. Von den Gesängen her, von diesem Zusammengehörigkeitsgefühl, dass so viele Leute
Ich glaube wirklich, dass es wirklich 60.000 werden können, nach Berlin fahren, mit unseren Farben aus unserer Stadt und von überall her. Was, wenn ich lese, von wo aus, überall aus der Welt die Leute dahin fahren. Leute, ich glaube, dass alles zusammen umschreibt wirklich, um was es da geht. Da ja. geht es darum, dass die Eintracht Pokalsieger werden kann. Und dann ist alles, wovon wir jetzt gerade reden, aus dieser Vorfreude würde eine Freude werden, die, glaube ich, nochmal um 100% sich steigern würde. Und dann will ich mir gar nicht vorstellen, was da los ist. Ich will mir ja. jetzt gar nicht vorstellen. Ich raste dann. Das wird schon sehr nicht. Massiv werden. Also, das würde wirklich ein Ereignis werden, worüber wir wirklich in 10, 20, 30 Jahren noch sprechen. Auch wir untereinander. Ja. Es ist doch halt auch ein einmaliges Erlebnis. Man muss sich festhalten. Natürlich, der DFB-Pokal, der wird jedes Jahr ausgetragen. Aber wir wissen doch ganz genau, in den letzten Jahren hat sich die Eintracht nie großartig mit Ruhm bekleckert, wenn es um DFB-Pokal ging. Ja? Da wurde ein und das andere Mal ausgeschieden. Nur der Killerinstinkt war nicht da. Aber irgendwie ist es zumindest seit dem letzten Jahr so, seitdem wir diese Killerpartien bestritten haben, diese brutalen, schwierigen Partien gegen Nürnberg, die emotional unglaublich zehrend waren. Ich denke, wir alle wissen, wie der Gang war. Krause. Aber in Nürnberg haben wir gezeigt, dass wir es in schwierigen Situationen doch können. Und wenn es eins ist, was Kovac über diese Saison hinaus gerettet hat, über das Jahr hinaus gerettet hat, dann ist es genau das, dass wir die Möglichkeit haben, in brenzlichen Situationen das Rad zu unseren Gunsten zu entscheiden. Und das Spiel zu unseren Gunsten zu entscheiden. Nicht das Rad nicht neu zu verlieren, wie auch immer. Auf jeden Fall. Und das muss man doch auch mal dem Ganzen zugutehalten. Natürlich wurde es immer eng. Wir haben dreimal Elfmeterstritten bestritten. Das hat auch immer ganz schön Nerven gekostet. Aber mit Erfolg. Ja. Und ich glaube, es ist alles drin. Und ich glaube, die Eintracht hat wirklich hier eine monumentale Chance. Denn, und das darf man nicht vergessen, die Mannschaft wird mit 100%iger Wahrscheinlichkeit nie wieder so auftreten, wie sie am Samstag auftreten wird. Die Mannschaft hat für mein Dafürhalten aber ein sehr gutes Zusammenhaltensgefühl. Ich habe schon den Eindruck, dass die Mannschaft innerlich intakt ist. Ich habe nichts von großartiger Grüppchenbildung gelesen, die irgendwie problematisch wäre. Natürlich gibt es Grüppchen allein aufgrund sprachlicher Hintergründe, aber nicht dass die gegen die Gruppe, sondern ganz egal. Die arbeiten zusammen, im Zweifel grillen die auch mal zusammen und das ist eine sehr gute, verschworene Einheit, wofür Niko Kovac ausdrücklich zu loben ist. Und die wissen ganz genau, die werden nie wieder zusammenkommen. Die Spieler verabschieden sich nach da. Allein, weil es die vertragliche Gestaltung so zulässt oder notwendig macht. Aber ist das nicht auch eine Chance? Eine ordentliche Saison? Ja. Während so viele Leute gesagt haben, wisst ihr, was ihr werdet? 18. Ja? Guckt euch mal an, ey, wer bist denn du? Talib Tabata, hab ich noch nie gehört. Was ist los mit dir? Ja, oder Rebic, Alter, du hast hier nicht geschafft, du hast da nicht geschafft. Was ist los? Geh weg, ey. Und genau diese Spieler, die auch schon oft abgestoßen wurden, haben hier die Möglichkeit, ein für allemal ihren Namen festzusetzen in den Geschichtsbüchern. Nach 1988 die Möglichkeit, die erfolgreichste Frankfurter Mannschaft zu werden. Was ist das Geileres für einen Fußballer, die Möglichkeit zu haben, ein für allemal zu sagen, ich habe einen Pokal gewonnen. Und nicht mit einer Mannschaft, mit der du jedes Jahr irgendwo einen Pokal gewinnen kannst, sondern mit einer Mannschaft, mit der es keiner erwartet hat. Und ich glaube, genau das ist der Stoff, aus dem die Träume werden. Ich glaube, da könnte uns jetzt halt auch wirklich so diesen Faktor, den wir ganz am Anfang der Saison mal so ein bisschen als den möglichen wunden Punkt definiert haben, dass wir viele junge Spieler haben, viele Leihspieler haben. Das kann uns, glaube ich, jetzt auch so ein bisschen zum Vorteil werden, weil wo hast du in dem Alter und mit der Möglichkeit irgendwie dann halt auch mal deine Ausleihe und das alles einfach auch mit einem wirklich grünen Abschluss zu haben und da halt einfach auch mal wirklich den Haken dran zu machen, den Deckel drauf zu machen, was auch immer und halt eben so einen Erfolg da noch mitzunehmen. Ich meine, das müsste dich ja zusätzlich auch nochmal motivieren und das dann noch kombiniert mit eben den Fans, dem Mannschaftsgefüge und so weiter. Also wenn du da nicht irgendwie 200% am Samstag gibst, dann weiß ich es halt auch nicht. Und das Geile, ich habe überhaupt keine Sorgen. Die werden alles geben. Ja, natürlich werden die alles geben. Das ist das Geile. Du brauchst dir überhaupt keine Sorgen machen. Die Jungs wissen ganz genau, was es heißt, am Samstag aufzutreten. Und vielleicht kriegen sie es nicht alle auf den Platz, aber ich glaube, du kannst sicher sein, dass keine nicht 100% gibt. Die werden alle alles raushauen. Oh Gott, jetzt habe ich auf jeden damit. Fall. Ja. Aber auch so. Ja. Sag du erst, Basti, du wolltest vorhin schon was? Nee, ich wollte nur ganz kurz sagen, die Schleife, die der Marvin gemacht hat, da habe ich immer Alex Meyer im Kopf gehabt auch. Weil er kann auch um seine ganze Nummer hier
der kann wirklich um seine Karriere in Frankfurt eine Schleife machen. Also, sind wir alle ehrlich, die wird nicht mehr lange andauern. Kovac hat jetzt schon angefangen, sich so ein bisschen von ihm zu lösen, was auch gut ist, weil er nicht jünger wird. Und Alex Meyer wird wahrscheinlich, gut, vielleicht nächste Saison, aber eigentlich wahrscheinlich ist es seine letzte Saison, wo wir ihn wirklich so sehen, wie er jetzt noch drauf ist. Und nächste Saison wird er wahrscheinlich noch mehr zum Teilzeitspieler. Diesen Status, den er sowieso hier schon hat, endgültig in einen Status bringen, wo er dann auf einer Stufe auch mit Legenden wie Charlie Kerfel steht. Das ist doch genau die Geschichte, die du schreiben kannst. Super geil, Basti, dass du das angesprochen hast. Alex Meyer, der wenigstens hier immerhin schon die Torjägerkrone geholt hat, was ihm auch schon keiner zugetraut hätte. Ein Spieler, der anachronistisch in diesem Fußballbetrieb hier noch lebt, der natürlich auch in Frankfurt ordentliches Geld verdient, aber weiß Gott nicht das Geld, was er irgendwo theoretisch woanders hätte verdienen können, ja? Und das ist ein Spieler, der seit über 10 Jahren bei dem gleichen fucking Verein ist, der die Möglichkeit hat, die Pokalschmach hat einfach 1-0 gegen die Bayern verloren, was immer mal passieren kann, ja? Aber der das die Möglichkeit hat, das gut zu machen, und der kommt in eine Geschichte, die besser nicht schreibenswert ist. Direkt vor dem Pokalfinale wieder ran an die Mannschaft, hat die Möglichkeit, einigermaßen fit zu werden, und hat hier gleichzeitig die Chance, für immer zu einer Frankfurter Legende zu werden und gleichzeitig zu einer Legende in der ganzen Bundesliga. Denn wie viele Spieler haben wir denn heutzutage noch, die Möglichkeit haben, über 10 Jahre beim Verein zu spielen und dann noch einen Titel in die Höhe zu recken, der nicht gleichzeitig der FC Bayern ist oder vielleicht im Optimalfall die Dortmunder, selbst da ist es schon nicht so ganz so einfach. Bei den Bayern kann das jeder machen. So what? Interessiert mich nicht, juckt mich nicht. Aber bei der Frankfurter Eintracht abgestiegen zu sein, aufgestiegen zu sein, Europacup gespielt zu haben, und dann gleichzeitig aber auch irgendwann nochmal die Torjägerkrone in die Höhe gereckt zu haben, viele Ups und viele Downs erlebt zu haben und gleichzeitig noch diesen Titel in die Höhe zu strecken, dann ist aus die Maus Karriere vollendet und besser kann es nicht laufen. Und genau diese Geschichte will ich am Samstag erleben. Unbedingt. Was ich noch vorhin sagen wollte, er hat nicht ganz das Niveau eines Alex Meyer, aber am letzten Wochenende, wer mir auch sehr gut gefallen hat, war Uchipka. Nicht nur durch seine zwei Vorlagen zu den Toren, sondern generell ein sehr starkes Spiel. Ist, glaube ich, jetzt auch schon 5 Jahre bei uns, um nochmal so auch diesen Schwung zu, es wurde ja vorhin gesagt, na, die jungen, heißen Spieler, die jetzt Lust haben, die auch nur ausgeliehen und sowas, aber auch so alte Recken. Jetzt habt ihr den Meyer schon genannt. Hier Uchipka ist auch so einer, ich glaube, der kann sich auch mega motivieren, für so ein Spiel nochmal alles rauszuholen, ist auch, wenn er wirklich gut drauf ist und wenn die Form stimmt, wenn der Tag stimmt, dann ist das, glaube ich, auch ein wirklich entscheidender Spieler. Und auch so einer ist dann wieder, du kannst hier wirklich tolle Geschichten schreiben, gerade auch, wenn wir vorne jemanden drin haben wie ein Alex Meyer, der verwertet dann halt auch mal so Flanken und nicht wie ein Seferovic, der es dann eh wieder verstolpert oder sonst irgendwas. Also ich denke, das ist eine Kombination, das birgt viel Potenzial, und das letzte Wochenende hat da sehr viel Hoffnung drauf gemacht, dass wir uns da auf sehr viel freuen können und hoffentlich die Medien dann auch was Schönes danach machen draus. Ja, das stimmt. In Medien will ich jetzt irgendwie mal so ein bisschen ausklammern. Jetzt lass uns doch mal so ein bisschen von dem Leipzig-Spiel wegkommen und nach vorne schauen. Jetzt sind ja ein paar Tage ins Land gegangen und ihr hattet ja schon gesagt, die Eintracht hat da sehr viel Aufmerksamkeit erzeugt, was ich prinzipiell erstmal ja sehr gut finde, um da einfach wirklich alle Energie da vorne nach Berlin zu richten. Und ich denke auch, dass die jetzt gerade in den nächsten 2 Tagen da nochmal ordentlich Gas geben wird, um da halt wirklich alle bis in die Haarspitzen irgendwie mitzunehmen. Wie nehmt ihr das denn jetzt gerade so wahr? Was genau meinst du? Also na, alles, was jetzt eben die Eintracht auf Twitter, auf Facebook rundherum macht. Ich habe jetzt heute gesehen, dass in den öffentlichen Nahverkehren in Frankfurt auch überall diese Adler im Anflug, Schriftzüge und so weiter sind. Also da wird ja quasi die ganze Stadt wird da ja voll geballert. Ja, und das finde ich vollkommen in Ordnung, denn meine Güte, die Frankfurter Eintracht ist dieser Verein, der für die Identifikation dieser Stadt steht. Was müssen wir denn andererseits sagen? Guck dir an, wie der FSV Frankfurt leider, das tut mir auch voll leid, herumdilettiert hat und jetzt in der Liga 4 ist. Ja, tut mir leid, das ist ärgerlich, ja, und das nervt mich auch. Aber die Frankfurter Eintracht muss das Herz Frankfurt sein. Die Frankfurter Absolutes Eintracht Zugpferd, mit, ja.
mit allem, was drumherum steht, mit allem, mit der Integrationsmöglichkeit, mit der Chance, dass man sich hier entwickeln kann, dass man aber auch gleichzeitig dem Verein einfach helfen kann. Das muss das Ziel sein. Wir haben immer darüber gesprochen, dass es anscheinend eine Zweiklassengesellschaft gibt, dass es auf einmal auf der einen Seite die Frankfurter Eintracht und ihre Fans gibt und auf der anderen Seite so ein bisschen die Stadt, die irgendwo beteiligt, unbeteiligt daneben steht. Das ist nicht der Fall aktuell, denn jeder freut sich und genau das ist diese Stimmung, die du schaffen kannst und musst, um was Besonderes zu erreichen. Mich freut es. Ganz ehrlich, ich finde es herausragend. Ich habe jetzt in den letzten Tagen so viele Fans mit Eintracht-Trikot herumlaufen sehen. Es gibt einen Hype auf Merchandising-Artikel und so weiter und so fort. Das ist doch geil. Warum denn nicht? Damit muss man leben. Daraus muss man was Neues kreieren. Und wenn das alles zu dem Hype beiträgt, dann ist es doch schon gewonnen. Wenn die Eintracht das so weiterträgt, herausragend. Und dass die Stadt da mitmacht und das supportet, ist doch für beide Seiten nur eine Win-Situation. Auf jeden Fall. Ja. Der positive Hype führt ja auch dazu, dass wiederum, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen hattet, Deutsche Börse ist ja als Premium-Sponsor jetzt eingestiegen. Ja. Mhm. Guter Zeitpunkt natürlich auch. Jetzt vor dem Pokalfinale noch schnell, oh, das ist ja in aller Munde, ne? Alle sind heiß drauf. Man hat so diese Verbindung Frankfurt, alle halten zusammen. Das ist, denke ich, auch für Marken eine sehr interessante Sache. Kann uns eigentlich nur recht sein, weil so ordentlich Kohle wieder auf der Seite auch rein kommt. Richtig. Wenn der Hype dazu führt, bin ich voll und ganz zufrieden. Es ist natürlich auch an der einen oder anderen Stelle, merkt man, oder ich weiß gar nicht, wer es erzählt hat, aber es wurde an ein paar Stellen ein bisschen komisch geworben, so wo Leute aufspringen wollten, wohl auch parteitechnisch, wo man gedacht hat, okay, das wirkt jetzt sehr aufgesetzt, ist aber nicht schlimm, solange es im Endeffekt alles noch im Rahmen ist und so weiter, finde ich das völlig in Ordnung. Und dementsprechend geile Sache, geiler Hype und ich bin auch voll dafür, einfach alle mitzunehmen und dann mit einer geilen Stimmung einfach nach Berlin zu fahren. Guck mal, wir leben doch auch in Zeiten, in denen es so viel Trennendes gibt. Dann sollten wir doch einfach mal zufrieden sein, wenn es etwas gibt, was Leute verbindet. Den Gedanken, als du von Integration auch gesprochen hast, hatte ich auch. Wir können auch den Bogen spielen. Ich will auch gar nicht zu pathetisch werden, aber es ist die richtige Sendung dafür heute. Die Eintracht hat vor der Saison, wurde die Eintracht wenigstens so ein bisschen gehypt, weil sie eine internationale Mannschaft ist. Wir sind eine internationale Stadt. Frankfurt, wo viele Kulturen zusammenleben, wo Sachen besser klappen als im Rest von Deutschland, also zumindest nach meinem Gefühl. Klar gibt es auch hier Probleme, aber du hast das Gefühl, Frankfurt ist immer eine besondere Stadt gewesen, was auch Integration betrifft. Jetzt haben wir eine internationale Mannschaft und diese internationale Mannschaft kommt ins Pokalfinale. Und diese internationale Stadt hat, jeder hat da Bock drauf, jeder Einzelne, egal wen du siehst, es gibt keinen einzigen, der nicht von diesem Pokalfieber infiziert ist. Und diesen Spirit müssen wir rübertragen, dass wir auch diese ganze Stadt hier einfach, wir repräsentieren das, wir auch, die Mannschaft, wir alle zusammen. Und dieses Zusammengehörigkeitsgefühl ist genau das, was der Marvin eben gesagt hat. In Zeiten, wo echt viel Scheiß am Laufen ist, ist doch genau sowas wenigstens wichtig, wo du diesen gemeinsamen Nenner hast, wo alle Bock drauf haben, was sehr, sehr emotional ist. Und ihr müsst euch mal reinziehen. Nike ist vielleicht jetzt auch ein bisschen zufriedener mit ihrem Engagement bei uns. Dass man, was der Dennis gesagt hat, die Börse steigt ein. Nike schlachtet das jetzt auch aus. Das kann man gut oder schlecht finden. Die machen das aber auch auf eine coole Weise. Die bringen coole Pokalshirts raus. Und überlegt mal, was alleine dieser Auftritt vom Tankard vor dem Spiel jetzt schon für einen Hype zieht. Das ist ein Song, der da gespielt wird. Wo auch andere Leute, die mit anderen nichts zu tun haben, die wissen das und denken, oje, das geht ab. Und das ist doch was Cooles. Seid doch froh, dass bei uns nicht wirklich Helene Fischer vor einem Spiel singt. Tankard, das ist eine Band mit Ecken und Kanten, die singen einen geilen Song, den wir hier schon seit Jahren singen. Das ist nichts Aufgesetztes. DJ Duck legt auf dem Fanfest auf. Da muss man echt die Eintracht auch mal loben, dass das nicht so eine Huschi-Buschi-Veranstaltung wird. Richtig. Sondern, dass da sind Ecken, Kanten dabei, so wie wir auch. Wir wissen auch, dass wir eine problematische Fanszene haben. Da sind genug Assis dabei. Aber man darf es trotzdem nicht übertreiben, dass man dann probiert, das zu steril zu machen. Ich finde, die Eintracht macht das sehr, sehr gut. Es gibt ein T-Shirt, alleine nur von Tankard, wo hinten das Datum von dem Auftritt draufsteht, das so aussieht, als wenn du nur wegen dem Konzert nach Berlin fahren könntest auch. Und ich sag euch, und das hat Nike gemacht. Fährt euch das rein, das hat kein Privattyp gemacht. Nike verkauft Tankard-T-Shirts mit dem Datum hinten drauf. Und Leute, das ist cool. Das ist nichts aufgesetzte Kommerzkacke, die man oft genug überall kritisieren kann, sondern das ist in dem Maße, wie du es mainstream-mäßig noch machen kannst, sehr, sehr verträglich, auch für die Eintracht. Das ist ein guter Kompromiss für alle, dass solche Dinge getan werden. Und Leute, ganz ehrlich, alleine für diesen Auftritt vor dem Spiel, der wahrscheinlich noch lauter werden wird als 2006, wird sich das für uns alle schon gelohnt haben, die in diesem Stadion sind, weil das wird
das wird ja fast schon eine spirituelle Nummer dann. Ja, ja, aber das ist ja genau dieses Gefühl, was du dann auch durchaus transportieren kannst. Denn wo, weißt du, viele Leute haben ihren Glauben nicht in der Religion oder so. Für die ist Fußball genau das. Für die ist Fußball genau das, was unglaublich viel vereint. Positive auch, vielleicht manchmal, gerade wenn du Eintracht-Fan bist, auch negative Emotionen, weil du eine komische Mannschaft da auf dem Platz stehen siehst, die mal wieder irgendwie unnötig verloren hat oder sowas, wie wir das seit Jahrzehnten kennen. Aber es ist genau das. Und dass sowas jetzt, da sage ich mal, das Hochamt des Fußballs, des deutschen Fußballs zu uns rückt, beziehungsweise wir da hingehen zum DFB-Pokalfinale und hier die Möglichkeit haben, was ganz Großes zu erreichen, ist doch einmalig. Man muss sich auch mal wirklich vor Augen halten. Der DFB-Pokal ist ein Titel, worüber wir ja lange Zeit gar nicht darüber nachdachten, den erreichen zu können, aber er ist gleichzeitig noch der erreichbarste Titel. Während die Meisterschaft eigentlich über, das kannst du vergessen. Und ehrlich gesagt brauchen wir uns darüber auch gar keine Gedanken zu machen, weil das haben die Bayern abonniert. Und wenn irgendwann mal was gewaltig schief läuft, dann ist es halt der BVB. Und das ist okay, da freut man sich nämlich auch schon, dass es halt nicht immer nur die Bayern sind. Hm. Aber der DFB-Pokal ist ja gleichzeitig auch die Schere zu der Wurzel des Fußballs, zu der Wurzel auch des deutschen Fußballs, denn wer kann dran teilnehmen? Selbst die Amateurvereine können dran teilnehmen und für was Besonderes sorgen. Und während du in der ersten Bundesliga zu einer gewissen Zeit eine Sterilität erreicht hast, wo du nur noch Retortenclubs hast mit der Zeit, wo du nur noch alles total abgetrieben, abgehoben hast, was nicht mehr mit der Realität vereinbar ist. Und ich will jetzt nicht über GoPros an irgendwelchen Weizengläsern reden, ja? Aber dann ist es in einer gewissen Art und Weise schon noch so, dass hier der Fußball, der deutsche Fußball zu einem Finale kommt und die Eintracht hat es endlich mal erreicht. Und wie geil ist das denn? Ja. Ja. Jetzt gab es ja auch immer mal wieder Gerüchte um Kovac und das hatten wir ja gerade eben schon den Zeitpunkt mit der Bekanntgabe des Einsteigens der Börse als Sponsor erwähnt, mindestens genauso zeitlich passend finde ich die Aussage von Kovac, die ja jetzt getroffen wurde, wo es ja um diese Gerüchte ging, wo er gesagt hat, nee, ich habe noch 2 Jahre Vertrag und die erfülle ich hier. Ja. Ja, so muss es sein auch. Also muss auch wirklich sagen, dass überhaupt jetzt nochmal so Gerüchte aufgekommen sind. Da merkst du, da wollten ein paar Leute Unruhe stiften. Ja, wurde souverän gemacht, haben sie super gemacht, jetzt zu sagen, okay, 2019 läuft der Vertrag aus, geht mir nicht auf den Sack und ob was dran ist an den Leverkusen-Gerüchten oder nicht, sehen wir eh in ein paar Wochen. Und dann wissen wir mehr. Aber es ist auf jeden Fall eine geile Nummer von Kovac gewesen, finde ich das. Es ist auch komplett irrelevant so. Ja, ich meine, es ist alles vollkommen egal. Und das ist genau das Ding. Es muss alle Augen auf Samstag. Und ansonsten ist doch alles egal. Ich meine, darüber wird sich Gedanken gemacht. Und selbst wenn er irgendwie geht, aber dann wird er das der Mannschaft vielleicht mitteilen. Und dann ist das vielleicht auch für die nochmal mehr Ansporn, ja. Denn ich glaube, das darf man nicht vernachlässigen, dass die Mannschaft, du hast überhaupt keine einzige negative Stimme. Du hast Rick Gesel gehört, das war die einzige negative Stimme, die auch, darüber kann man vielleicht sprechen. Aber ansonsten ist es doch so ruhig gewesen bei der Eintracht. Und warum? Das hat schon seinen Grund, weil er genau weiß, wie er mit den Spielern umzugehen hat. Er hat aus so vielen Spielern, die nirgendwo was zu melden hatten, hat er was Besseres gemacht. Und ich denke, man kann Kovac nur den Hut ziehen. Und auch er kann relativ früh seine Karriere schon krönen. Das ist doch mal keine so schlechte Angelegenheit. Dann lass uns doch mal wirklich jetzt detaillierter vielleicht auf Samstag gucken. Wir spielen, wie ja allen bekannt ist, gegen Dortmund, die am vergangenen Wochenende dann doch noch irgendwie ein 4:3 gegen Bremen geschafft haben, wo man auch sehen konnte, dass die durchaus gut in Form sind, auch wenn da 2 Tore durch Elfmeter drin sind. Aber wenn selbst Aubameyang jetzt wieder Elfmeter schießen kann, dann ist da wahrscheinlich auch einfach viel Motivation und viel Können da. Man individuelle Klasse von den Spielern ist da. Das werde ich gleich anzweifeln. Wahrscheinlich sowieso erstmal höher. Das Ganze läuft natürlich so ein bisschen in die andere Richtung mit diesem ganzen Thema, was da jetzt drumherum ist. Tuchel gegen Watzke und die ganzen Medien, die da jetzt irgendwie draufspringen. Meint ihr, gerade so dieses Thema hat genug Unruhe da reingebracht, dass die vielleicht einfach so ein bisschen, nervös will ich jetzt vielleicht nicht sagen, aber so ein bisschen unsicher sind am Samstag? Also an Punkt A muss man feststellen, du hast gesagt, die haben A 2 Elfmeter gehabt, muss man auch nicht vergessen, die haben 3 Tore zu Hause gegen Bremen kassiert. Das ist mal ein Punkt, der mir eigentlich Hoffnung gemacht hat, eher als Schiss,
Weil wenn Bremen dort 3 Tore schießen kann, können wir auf einem 3. Platz mindestens mal 2 auch gegen die schießen. Hm. Ich rechne wirklich damit, dass es drin ist, dass die Eintracht gegen diese Abwehr, die ganze Saison nicht so stabil war, wirklich 3 Tore schießen können. Dortmund darf nicht vergessen, Dortmund hat in Darmstadt verloren. Dortmund hatte einige weniger gute Spiele drin. Klar haben die eine sehr hohe individuelle Klasse. Die haben Aubameyang, der ist wahrscheinlich einer der besten Stürmer nach Lewandowski der letzten Jahre gewesen. Das ist alles klar. Nur dieser Mix aus diesem Trainerstress, den die jetzt haben, und da hört man die wildesten Sachen, auch unter der Hand, jetzt nicht, was nur in den Zeitungen steht, sondern da hört man die wildesten Sachen, wie sehr die Mannschaft diesen Trainer eigentlich hasst. Und ich kann mir vorstellen, dass ein paar Spieler in der Mannschaft sind, die gar nicht wollen, dass der das Pokalfinale gewinnt, weil er dann sich jubeln mit dem Pokal hinstellen könnte. Das ist vielleicht ein bisschen für den einen oder anderen, klingt das weit hergeholt. Ich kann mir das trotzdem vorstellen, weil diese Spieler, und der Marvin hat es vorhin gesagt, und dieser Vergleich zwischen der Dortmunder Mannschaft, diese Spieler, alle die da, die meisten, die da auf dem Platz stehen, die haben nicht diesen Spirit in sich, oh Gott, wenn ich den Pokal jetzt nicht gewinne, hole ich nie wieder einen Titel. Hm. Weil ein Großteil dieser Spieler wird mit Sicherheit irgendwann noch einen Titel holen. Weil Schmelzer vielleicht nicht, aber paar. Und du hast, die haben auch Verletzte dazu bekommen. Die haben ein defensives Mittelfeld, die ganze Saison schon Probleme, genau wie wir. Und jetzt fällt denen ihr Mascarell, der Weigel fällt denen aus. So. Das sind alles Dinge, die ein bisschen Instabilität in dieses Dortmunder Spiel auch bringen. Und die, wenn wir wirklich draufgehen und wenn wir die ärgern und beschäftigen, wirklich ausnutzen können. Und die Eintracht braucht am Samstag keine unfassbare Sensation, um dieses Spiel zu gewinnen, sondern einfach einen Sahnetag. Das heißt, normalerweise, wenn die Dortmunder Mannschaft in Topform und alles wäre in Ordnung, würdest du von 10 Spielen, würdest du gegen Dortmund 9 verlieren. Gegen diese aktuelle Dortmunder Mannschaft würde diese Dortmunder Mannschaft vielleicht nur 6 Spiele von 10 gegen die Eintracht gewinnen. Und du hast 4 Spiele, die an dich gehen, statt 1. Ich bin fest davon überzeugt, dass diese ganzen Sachen, die in Dortmund gerade passieren, wirklich, und da kommt auch noch dazu, das erwähne ich jetzt auch noch, weil ich einen ganzen großen, ich will einen ganz großen Korb schnüren, um mir Hoffnung zu machen, dass Dortmund das abkackt. Was mir auch, dieses Losverfahren in Dortmund ist auch ein anderes. Das heißt, die Fans, die dort im Stadion sind, sind vielleicht jetzt, klar sind die laut, der harte Kern wird auch irgendwie da reinkommen, aber die werden vielleicht nicht so lautstark sein wie wir, wo jeder, der dort ist, mindestens mal eine Dauerkarte hat, und wenn du eine Dauerkarte hast, bist du eventuell jemand, der auch Bock hat, Lieder zu singen und der sich mit diesem Verein identifiziert. Bei Dortmund ist das anders. Dortmunder Fans, es gab auch schon Stimmen aus dem Fanlager von Dortmund, die gesagt haben, so wie die Losverfahren laufen und so wie das alles läuft, kommt aus Frankfurt die erste Garde und bei uns kommen die Eventis. Das war ein O-Ton, den ich irgendwo gelesen habe, ich weiß leider nicht mehr wo. Und das kann auch ein Faktor sein. Das kann auch ein Faktor sein, dass die Dortmunder da mit ihrem Eventi-Publikum, die vielleicht in der Halbzeit wirklich zu Helene Fischer klatschen, die aber, wenn die Eintracht 1-0 führt, die vielleicht doch nicht so lautstark wieder ins Spiel zurückschreien, wie wir das dann machen. Und das sind alle diese Kleinigkeiten. Ich hoffe, dass aus all diesen Kleinigkeiten, die ich genannt habe, und die mit dem Trainer ist nicht mal eine Kleinigkeit, die ist eher eine Großigkeit, dass die wirklich sich zu so einem Pulk zusammenmischen, der dafür sorgen wird, dass die Eintracht, mit all dem, was wir vorher positiv über die Eintracht gesagt haben, dafür sorgen wird, dass die Eintracht diesen fucking Pokal holt und dann hier alle Dämme brechen. Ja, das ist gut möglich. Also das ist, es nimmt vielleicht zumindest ein paar Prozent von der Intensität dieser Mannschaft. Ich kann mir schon vorstellen, dass gerade dieser ganze Trubel um Tuchel die Mannschaft auch nicht komplett kalt lässt, egal wie die Situation sich nun ausgestaltet. Aber das ist halt der Vorteil, den wir haben. Wir haben nicht den Vorteil der individuellen Klasse, auch wenn es bei uns auch Spieler gibt, die ein Spiel entscheiden können, aber wir haben nicht den Vorteil der individuellen Klasse per se, wie jeder der Dortmunder diesen Vorteil hat, denn es ist ja ganz klar, da gibt es so viele Spieler, Aubameyang, Dembélé und so weiter und so fort, die können natürlich alle ein Spiel entscheiden, Reus und so weiter und so fort, aber trotzdem haben wir die Geschlossenheit und ich gehe ganz fest davon aus, dass das da ein sehr, sehr wichtiger Faktor werden kann. Jetzt hatten wir ja auch gerade am vergangenen Samstag die Situation, dass wir mit der Abwehr her relativ hoch gestanden haben. Was natürlich gerade für so schnelle Konter, man hat es gegen Leipzig so ein bisschen gesehen, durchaus Lücken bietet. Meint ihr, da hat Kovac nochmal so ein Ass im Ärmel und geht da mit ein bisschen anderen Taktik rein, oder ist das dann doch eher so die Variante, wie wir es am Samstag gesehen haben, frühes Pressing, hohe Abwehr, viel Druck und dann einfach selbst versuchen über Konter eben die Lücken in der Dortmunder Abwehr ausnutzen und dann damit versuchen, ein frühes Tor zu machen.
Also ich gehe ganz fest davon aus, dass du, ich hoffe, dass jeder dahingehend jetzt auch arbeitet in der Woche, frühes Pressing, früh gegen den Mann gehen, energisch den Gegner stören. Ich meine, es gibt auch einige Spieler in den Dortmunder Reihen, die darauf gar nicht so gut zu sprechen sind. Da habe ich es ja eben angesprochen, Dembélé, nur einer der Spieler. Oder auch ein Reus, der ist auch dann ein bisschen entnervt, wenn man ihm sehr auf den Füßen steht. Genauso musst du das an dem Spiel halt auch machen und musst dann sehen, dass du dadurch einen Ball gewinnst und dann auch deine konnte dementsprechend ordentlich zu Ende führst und dann hast du hier eine Möglichkeit. Und wenn dann da vorne vielleicht ein Meier steht, der ordentlich mit Flanken gefüttert wird, dann ist hier was drin. Dann ist hier auf jeden Fall was drin. Hm. Du brauchst diese körperbetonten Zweikämpfe auf jeden Fall gegen Dortmund. Ja. Und was du auch unbedingt, denke ich, behalten solltest, ist diese Taktik mit der Dreierkette, Fünferkette sozusagen. Ja. Das hat sich... Genau, das hat sich bewährt. Da wärst du eigentlich verrückt, wenn du es nicht so machen würdest. Relativ hoch stehen, wenn du es wirklich über Laufkraft und auch eine gewisse Härte im Zweikampf vielleicht wettmachen kannst, dann ist das, denke ich, die Optimallösung, um einige individuelle Unzulänglichkeiten eben nicht ganz so offensichtlich werden zu lassen. Und da, denke ich, hast du wirklich eine Chance, Dortmund auch wenige Torchancen zuzulassen für Dortmund. Wir haben es gegen Leipzig gesehen. Eigentlich haben die doch auch aus wenig viel gemacht. Ich denke, hoffen wir mal, dass Dortmund, die brauchen ja normalerweise immer ein paar Torchancen, um ihre Tore zu machen. Ich hoffe, am Samstag ist es auch so und dass wir eben nur ganz wenige Torchancen zulassen und dann haben wir doch die Chance irgendwie. Das macht mich schon optimistisch, wenn man bei der Aufstellung bleibt, dass da auch was geht. Also bei der taktischen Aufstellung. Ja. Ich persönlich hätte, wahrscheinlich habe ich auch zu viel Angst dann, aber ich würde, glaube ich, nicht ganz so hoch stehen. Ich würde, glaube ich, vermeiden, dass diese schnellen Außenspieler, von denen so viel Platz hinter der Abwehr haben, sondern dass die so ein bisschen, und dadurch, dass die Probleme in ihrem Maschinenraum so auf den Sechserpositionen ein bisschen haben, vielleicht gar nicht so gut damit klarkommen würden, wenn die uns irgendwie herspielen müssten. Und dass die Eintracht eher wieder auf dieses, was sie manche teilweise in der Hinrunde echt gut gemacht hat, auf dieses eiskalt zielstrebige Kontern darauf aus ist und vielleicht irgendwie probiert, wirklich früh in Führung zu gehen durch eine Standardsituation irgendwie, und dass die Eintracht Dortmund dann auskontert. Und dazu müsstest du das System, was wir in den letzten Wochen gespielt haben, so ein bisschen umstellen, um wieder ein bisschen zu diesem Hinrundenfußball zu kommen, weil da hat diese Konterstärke die Eintracht in vielen Spielen echt stark gemacht. Da hat die Eintracht nicht ganz so hoch gestanden, hatte dadurch aber, dass die Mannschaften auch viel nach vorne gemacht haben, also die guten Mannschaften Dortmund hier bei uns zu Hause, weil als wir Dortmund 2-1 geschlagen haben, hatten wir dadurch, dass wir nicht ganz hoch standen, auch selber aber mehr Platz, wenn die Dortmund angegriffen haben. Und dann hast du an gewissen Stellen Räume, die du dann gut bespielt hast. Irgendwann in der Laufe der Saison hat die Eintracht das verloren. Wahrscheinlich wirklich auch dadurch, dass die Mannschaft so wild durcheinander gewirbelt wurde und so ein paar Automatismen weg waren. Aber ich würde vielleicht nicht ganz hoch stehen, aber gut, das Gott sei Dank entscheiden wir das nicht, weil ich würde die Verantwortung auch nicht tragen wollen. Ich glaube, das System könnte halt schwierig werden, weil du halt von dem System, wo du sprichst, da hattest du halt wirklich noch eine Abwehr auch aus einem Hasebe, einem Abraham, einem Vallejo, die hast du ja jetzt in der Kombination halt einfach auch nicht. Also du hast die Stabilität da hinten jetzt vielleicht auch nicht in dem Maße, wie du sie zu diesem Zeitpunkt Also Vallejo und Abraham können noch beide zusammen spielen. Das wäre jetzt für mich die nächste Frage. Vallejo, wie viel Einsatzzeit bekommt er? Und die andere Frage ist, ihr habt ja quasi gerade eben schon das Thema Sturm angesprochen. Wir haben in den letzten Spielen ja immer so ein bisschen Schwierigkeiten gehabt, die Chancen, die wir hatten, nachher auch in Tore irgendwie umzusetzen. Heißt das halt auch, dass Meier wieder von Anfang an spielt, oder haben wir dann doch wieder so einen Seferovic und Regota oder Seferovic und Blum da vorne drin? Also ich... Fangen wir hinten an, oder? Ja. Ja, dann fang an. Gut. Ja gut, im Tor wird's spannend. Ja, weiß ich nicht. Mann, schwierig. Weiß ich nicht genau. Im Tor will ich mich nicht festlegen. Okay, dann bringen wir das einfach und machen mit der Innenverteidigung weiter. Ja, da würde ich fast sagen, Dennis hat es nämlich vorhin gut angesprochen, man muss sagen, Oczipka hat diese Rolle immer besser angenommen. Ja. Ich würde fast sagen, dass ich mit Abraham, rechter Innenverteidiger, Vallejo in der Mitte und Oczipka, der linke Innenverteidiger, spielen würde. Dann ganz links mit linker Verteidiger, dann außen Tabata und rechts Chandler. Also das wären meine fünf, die ich hinten reinstellen will. Ja, ja. Gehe ich mit. Ja. Ja, sehe ich genauso. Davor? Vor den Innenverteidigern. Ja, ist schwierig. Ich würde wahrscheinlich Kacinovic reinsetzen. Ja, ich auch.
Ansonsten. Das tötet jetzt. Ja, ich tue da mir da. Da fehlt schon wieder dieses eine Puzzlestück, was wir schon seit 2 Jahren fordern. Das nervt mich. Ja, das ist richtig. Aber Gacinovic, ja, das ist halt schwierig. Geht ihr mit Varela? Ich weiß nicht. So toll hat er nicht gespielt, ne? Nee, Varela hat mir nicht so gut gefallen. Aber andererseits hat mir, ja, mir haben auch ja, da ein paar Spieler nicht so ganz so toll gefallen. Ach, es ist schwierig. Aber Varela ist trotzdem ein Spieler, der die Fähigkeit normalerweise besitzt. Gacinovic, ja, lasse ich Varela. Ja, und vorne dann halt Fabian. Ich würde Meier auf jeden Fall auch von Anfang an probieren. Ja. Und ich würde anstatt Rigota würde ich Dani Blum reinbringen. Ich meine, meine Güte, wenn du so viel Hass hast in dir, dass du so ein Ding reinhaust, warum nicht von Anfang an? Ich meine, von Rigota habe ich so eine Situation nicht gesehen in der letzten Zeit. Also ich würde es einfach probieren. Lass doch Blum anfangen. Warum denn nicht? Bin ich voll bei dir. Also wie haben wir es jetzt aufgeteilt? Wir haben jetzt 6er, Varela, Gacinovic. Genau, davor... Fabian, das heißt, wir haben noch 3 Leute vorne dann. Genau, Fabian auf der 10 und Blum und Meier im Sturm. Den einzigen Gedanken, den ich in mir trage, ist, sollten wir vielleicht überlegen, ob wir einen Zweiersturm machen mit Meier und Seferovic. Das wäre mein. Also wenn der Fabian auf der 10 ist, dann haben wir noch 2 Stürmer vorne. Da würde ich, ich würde Rebic und Meier als Mittelstürmer spielen lassen. Fabian dahinter. Und dann müssen... Da müssen Tavata und Chandler ja vielleicht eine Banane extra essen, weil die dann quasi wirklich die ganze Zeit hoch und runter laufen müssen, weil es keine Außen gibt. Aber Rebic ist trotzdem einer, der auch mal auf die Außen ausweichen kann, da so ein bisschen Disbalance reinspielen kann. Und ja, Fabian kann das auch auf rechts. Also ich würde tatsächlich ein Dreieck vorne machen. Fabian hinter Meier und Rebic. Und Rebic ist ein Spieler, der natürlich dann aber auch diese Robustheit wieder mit reinbringt, ne? Also da muss, dann brauchst du vielleicht irgendwie nach der 60., 70. musst du dich schon mal nach Ersatz umgucken. Aber Rebic ist jemand, der, der dann auch jetzt jemanden wie Reus oder auch Dembele einfach komplett entnerven kann. Ja, ja. Und da hättest du ja dann als Alternative dann Dani Blum nach der, sagen wir mal, in der 50., 60. Minute nochmal ein frischer Spieler. Ja, also ich denke, könnte ich gut mitgehen mit der Aufstellung. Ja, fände ich jetzt auch eine ganz gute Variante, um da mal reinzugehen. Denkbar, ne? Ja. Wir nehmen ja auch angeblich 20 Spieler mit. 18 können ja dann nur auf den Plan eingetragen werden. Aber auch das ist wieder so eine Situation. Das ist super, das ist super. Es zeigt, ihr seid alle Teil dieser Mannschaft. Und das ist genau das Ziel. Ja, sehr gut. Ja, also das... ich glaube, da will aber auch, also ganz ehrlich, auch wenn ich nicht spielen könnte oder auch keine Chance hätte, irgendwie da zu spielen, würde ich als Spieler doch trotzdem einfach mitfahren wollen. Allein dieses Erlebnis, was da irgendwie ist. Selbstverständlich ist das trotzdem nicht. Also es gab auch schon Mannschaften, wo das nicht so war, da wo viel mehr Trouble war. Also dieser Zusammenhalt, dieser Marvin vorhin schon mal gesprochen hat, der ist schon nicht so selbstverständlich gerade heutzutage. Ja gut, ich glaube, dann haben wir es aufstellungstechnisch. Würde euch taktisch noch irgendwas einfallen, was ihr anführen wollen würdet? Standardsituationen. Kriegen wir jetzt wahrscheinlich nicht mehr gelernt, aber... Kriegen wir nicht mehr gelernt, aber vielleicht haben wir ein bisschen Glück. Ich hoffe so sehr auf eine Standardsituation, die dafür sorgen wird, dass die Eintracht früh in Führung geht und dann 85 Minuten verteidigt. Ich wahrscheinlich 70 Päckchen Zigaretten rauche, aber Eintracht am Ende 1-0 gewinnt. Also ganz ehrlich... ohne da jetzt irgendwie schwarz malen zu wollen, aber Standards, weiß ich nicht, und ganz ehrlich, irgendwie eine knappe Führung verteidigen, da würde ich zu viele Tote dabei sterben. Ach komm, wir sterben doch so oder so total viele. Ja, aber muss doch nicht am Samstag. Nein, das ist doch, weißt du, ganz ehrlich, es gibt so viele Variablen, die uns irgendwie vor einen absoluten Nervenkitzel stellen, ob wir dann irgendwann ins Pokalfinale im Elfmeterschießen. Ja gut, das wäre für mich der persönliche Super-GAU, weil die Nummer habe ich mit Marvin in Gladbach schon kaum ausgehalten. Ja, genau, das komplette Exodus muss auch nicht sein. Also deswegen, ganz ehrlich, nehmen wir das, wie es kommt, das müssen wir eh machen. Aber Leute, wir können jetzt hier noch so viele über Taktikverfahren und so weiter und so fort. Ja. Die Jungs müssen das Spiel ihres Lebens machen, weil die genau wissen, das geht gegen einen Gegner, der hier natürlich theoretisch überlegen ist, aber nicht, wenn ich dieses kleine Fitzelchen mehr Willen in mir trage, wenn ich dieses kleine Fitzelchen von diesem Gemeinschaftsgefühl in mir trage, dann kann das hier funktionieren. Das ist eine einmalige Gelegenheit für alle, für die Spieler, für den Verein, für die Fans, die neu in diesem Konstrukt
verweilen, 16, 17, 18 Jahre, die sowas zum ersten Mal wirklich erleben, das ist doch eine herausragende Situation für die Spieler, die wirklich noch alle jung sind, die, wovon nicht alle vielleicht jung sind, das ist vollkommen richtig, wo der ein oder andere Ablehnung erfahren hat, wo er die Möglichkeit hat, es zu zeigen, ja, ihr habt keinen Bock auf mich gehabt, hier bin ich, hier stehe ich und halte den Pokal in die Höhe. Das ist doch eine herausragende Situation. Und ich glaube, dieses Wollen, das könnte uns am Samstag ein Stück weit auszeichnen. Denn ganz ehrlich, mit dem BVB kannst du nächstes Jahr auch noch Pokalsieger werden. Ja. Dann lass uns doch mal zu dem wahrscheinlich spannendsten Punkt kommen, nämlich die Ergebnisse, die ihr tippt. Marvin. Ich tippe auf, ich muss ja meinen Tipp jetzt halten, den ich jetzt eben bei Auf Ohren gegeben habe. Also sage ich nach 120 Minuten 1-0 für die Frankfurter Eintracht. 1-0 nach Verlängerung. Dennis? Ich denke 2-1 reguläre Zeit für uns. Okay. Basti sagt 1-0? 1-0 nach regulärer Spielzeit. Ich bin total absurd und hoffe so ein bisschen auf Elfmeterschießen und auf die goldenen Hände eines Radetzky und sag 4-3 im Elfmeterschießen, auch ja, mit dem Wissen, genau, dass ich wahrscheinlich irgendwie bis dahin Wahl umnehmen da muss. Da kommen wir schon wieder an den Punkt, wo das dann mir nicht mehr so viel Spaß machen würde. Dann wäre ich nach dem Spiel, da würde ich nicht rumschreien und völlig euphorisiert mich freuen, sondern das wäre dann eher, das vom Gefühl her ist es dann ein ähnlicher Jubel wie in Nürnberg nach dem Spiel, wo du danach erstmal wirklich fix und fertig bist. Es würde mir nicht so passen, weil da würde ich, glaube ich, zu viele Nervenbahnen beschädigen, die dann dafür sorgen würden, dass ich nach dem Spiel nicht mehr feiern kann, weil ich fix und alle bin. Ja. Aber egal wie es kommt, ich will eigentlich, dass dieser scheiß Alex Meyer diesen Titel in die Höhe reckt. Und im Zweifel auch nur, um es der Alex zu zeigen. Genau. Und um deine Nervenbahn zumindest in der Halbzeit irgendwie zu motivieren, darfst du dir ja dann da Helene Fischer anschauen. Ja, das ist mir scheißegal. Da gehe ich mir ein Bier holen. Ich glaube, da können sich alle ein Bier holen. Ich werde mich zu gegebener Zeit darüber zu solchen Sachen äußern, aber das stört meinen Pokalhype gar nicht. Ich will dazu kein Wort verlieren jetzt. Ich glaube, ich werde mir das auch angucken. Also ich glaube, ich werde mir das auch komplett geben. So what? Ich meine, es scheißegal. Basti soll uns ein Bier mitbringen. Ich glaube, kein Bier. Basti muss auf jeden Fall holen. Ich bringe euch ein Bier mit und dafür pfeift ihr für mich mit aus. Ja, genau. Ach, so what? Ja, gut. Es gibt so ein geiles Rahmenprogramm, Alexanderplatz, und dann geht's rund und dann sind so viele 30.000, 40.000 Eintracht-Fans am Start und dann ist Tankard noch davor da. So, es ist halt, wie es ist. Wir können das Rad nicht zurückdrehen und die Zeit erst recht nicht, und ja, jetzt ist halt Helene Fischer da, dann ist es so. So what? Ja, außerdem ist es ja, man hat ja das Gefühl, Tankard tritt für die Eintracht auf, Helene Fischer für Dortmund, da sind die Rollen auf den Rängen auch klar. Ja, genau. Insofern, scheißegal, Pokal. Großartig. Lass uns damit auf keinen Fall die Sendung beenden, sondern wir müssen nochmal irgendein Thema finden, wo wir ein bisschen abgehen können. Abschlussplädoyer ist, warum die Eintracht den Pokal gewinnt, will ich von jedem von euch hören. Okay. Ich, Dennis? Ja. Oh Gott, ja, cool. Warum gewinnen wir den Pokal? Weil wir natürlich die geileren Fans sind, weil wir natürlich auch viel mehr Bock drauf haben, weil wir eine Mannschaft haben, die total heiß ist, das Finale zu gewinnen, und jetzt will ich euch nicht zu viel wegnehmen, dementsprechend höre ich hier auf. Ich würde anführen, zum einen, weil wir es viel mehr verdient haben, aber viel, viel mehr. Und weil gerade eben auf Twitter ein geniales Bild mit uns und dem DFB-Pokal gepostet wurde, was ich hoffentlich in die Shownotes packen werde. Allein deswegen, damit wir dieses Bild nachstellen können, muss es schon funktionieren. Ja, dann will ich mal, weil ich habe es ja hier zu verantworten. Ich finde, alles, was wir heute gesagt haben, kann man so zusammenfassen, dass diese Stadt, diese Leute, die Fans, die das Umfeld, das nach dem ganzen Dreck, den wir auch gefressen haben, einfach verdient hätte. Und wir haben schon bei kleineren Anlässen gesehen, was die Eintracht mit uns machen kann. Der Marvin und ich kennen uns jetzt noch nicht so lange, und ich kenne euch alle noch nicht so lange, aber die Sachen, die wir hier zusammen erleben, besprechen, verbindet uns ja auch. Und das verbindet mich
der Marvin und ich, egal was, wie unsere Leben auseinanderdriften werden, wir werden uns immer daran erinnern, dass wir zusammen in Nürnberg waren und diesen Moment erlebt haben, als Gacinovic es 1-0 macht. Das sind Sachen, da kriege ich jetzt eine Gänsehaut. Dann gibt's Sachen wie die Aussage von selbst von Bruchhagen danach, wo wir der Marvin und ich hier live im Eintracht-Podcast geheult haben, weil er gesagt hat, hören Sie sich diese Fans an, die kommen immer wieder und die kommen immer wieder, egal wie dreckig uns es geht, und die haben sich das auch verdient. Diese Mannschaft wird überall unterstützt. Wir hatten geile Auswärtsfahrten, überall hin. Man hat so viel Kram erlebt, wir haben uns so oft aufgeregt. Warum machen wir dies nicht, warum machen wir das nicht? Dann waren wir mit 12.000 Leuten, waren wir in Bordeaux, der Marvin hat 150-Euro-Karten verbrannt. Diese, wir könnten doch 10 Bücher rausbringen, alleine getrennt von uns, mit unseren Erlebnissen. Du lernst so viele Leute dadurch kennen, du hast so viele emotionale Momente, jetzt auch wieder gegen Leipzig, diese Rede, wo du dann da stehst und fängst an zu flennen. Das sind Sachen, die einen selber so viel bedeuten, dass es wirklich Emotionen hervorruft, die normalerweise nur an anderer Stelle ausbrechen. Aber das sind Sachen wie Liebe, Freundschaft, ja, Erleichterung, Wut. Und Leute, wenn die Eintracht Pokalsieger wird, dann könnt ihr all das, was ich jetzt gesagt habe, woran ihr vielleicht in eurem inneren Film gerade gedacht habt, was ihr alles mit der Eintracht so erlebt habt und mit welchen Leuten, könnt ihr alles wegwerfen. Weil dann wird dieser Moment kommen, der das alles nochmal steigern wird. Und bitte, also wenn es wirklich diesen Fußballgott gibt, dann, sorry, wenn der jetzt die Eintracht nicht das scheiß Finale gewinnen lässt, dann soll er mich am Arsch lecken. Ja. Es ist genau so, die Eintracht macht was mit den Fans. Die Eintracht macht was mit seinen Fans und du hast ein Stück weit dein Herz ja generell an diesen Verein verloren und du trägst es mit dir und du leidest oft und du hast oft keinen Bock mehr und du regst dich trotzdem immer wieder drüber auf, kommst immer wieder hin zurück zu diesem Verein, und ich glaube, dieser Verein macht auch was mit den Spielern, die zum letzten Mal gemeinsam auf diesem Platz stehen, wo ein Lukas Radetzky wahrscheinlich zum allerletzten Mal auf diesem Platz stehen wird, wo vielleicht sogar, wenn alles optimal läuft, ein Alex Meyer zum letzten Mal auf diesem Platz stehen wird. Vielleicht wird noch ein Russ eingewechselt, der ein herausragend merkwürdiges Jahr hinter sich lassen kann. Ja? Vielleicht auch ein Seferovic. Das Ding ist, wir haben so viele Geschichten. Wir haben so viele Geschichten von Leuten, die ihr persönliches Leid mit sich herumgetragen haben, die persönliche Erfahrungen in diesem Verein mit sich herumgetragen haben. Und all das kann am Samstag zu einem Ende kommen. Was müssen wir uns überlegen, dass wir genau heute vor einem Jahr, wir sprechen hier am Dienstag, den 23. Mai, da standen der Basti und ich, wir standen in Nürnberg und wir haben gezittert, wir haben gebibbert, denn es stand kurz davor, dass die Eintracht den Gang in die zweite Liga antreten muss. Und Seferovic hat uns gerettet. Und ein Kovac hat uns gerettet. Und wenn ich jetzt überlege, was wir jetzt für ein Jahr hatten. Genau. Ja, aber wenn ich jetzt überlege, was wir für ein Jahr hatten, dass wir eine herausragende Hinrunde 2016 hatten und ordentlich emotionale, packende Duelle im DFB-Pokal. Und jetzt stehen wir im Finale. Und jetzt kann Kovac seine junge Trainerkarriere schon vergolden mit einem Pokal. Es kann die beste Mannschaft werden, das muss man sich mal überlegen, seit 1988. Und ganz ehrlich, ich würde es den Jungs gönnen. Und ich würde es auch uns gönnen. Denn auf und ab, Zweitliga, Europacup und so weiter und so fort. Hier darüber nachdenken. Was macht dieser Verein mit uns? Es wird Zeit. Es wird Zeit für was Goldenes. Ich würde sagen, mit diesen Worten, weil da kann keiner irgendwie mehr dazu sagen, entlassen wir euch in die jetzt wahrscheinlich noch viel schwer gewordenere Zeit vor dem Pokalfinale. Ich bin so heiß, verfickt. Oh, was ist denn hier los? Alter! Ich kann seit Tagen schlecht schlafen. Ich kann es nicht begreifen. Es geht auch so lange. Die Zeit dauert so lange. Samstag. Dieser Tag heute hat, wie viele Tage hat der sich angefühlt? Und Scheiß, bis Samstag, bis ich diese Scheißkarte in den Händen hielt, habe ich immer so, naja, erstmal die Karte bekommen. Du weißt nie, was passiert. Kann immer was passieren. Und dann habe ich die Karte in den Händen gehalten. Und dann habe ich gedacht, scheiße, jetzt eskaliert. Und ich konnte am Samstag auf Sonntag schlecht schlafen, nicht weil ich ein Bierchen zu viel getrunken habe, sondern weil ich über dieses scheiß Pokalfinale nachgedacht habe. Das geht mir jeden Tag so, das emotionalisiert mich. Ich gehe zum Arbeiten, kann Dinge machen, aber über länger als 20 Minuten kann ich mich nicht konzentrieren, weil ich genau weiß, was ich am Samstagabend machen werde und weiß ganz genau, dass ich über Dinge nachdenken werde, die mir vielleicht Schmerzen bereiten, aber die mich im Zweifel auch jubeln lassen. Ja. Die dieses einmal
Freudige ausschütten, was nur der Fußball kann. Und genau deswegen sind wir Fans der Eintracht. Denn es ist was Besonderes, Fan der Eintracht zu sein und nach Berlin zu fahren. Es ist was Besonderes, was du nicht hast, wenn du Bayern-Fan bist. Das meine ich nicht böse. Und Bayern-Fans, seht es mir nach. Aber mir ist es manchmal echt lieber, dass ich über Aufstieg und Abstieg diskutiere, als darüber, dass wir nur mit 5 Punkten Abstand deutscher Meister geworden sind. Das ist unser Schicksal, das haben wir so gewählt, aber gleichzeitig auch die Möglichkeit, endlich den Pokal zu holen. Und meine Güte, was habe ich Bock auf Scheiße. Ich auch. Ich habe schon so oft die Szenen durchgespielt, was passiert und was ich mache, wenn die Eintracht das 1-0 macht und wie laut es dort sein wird und was für eine Eskalation in diesem Block ist. Hm. Ich hoffe, dass ich das nicht nur in Gedanken durchspielen muss. Ich habe so Bock da drauf. Ja. Ich habe so einen Riesenbock da drauf und werde mir jetzt gleich nochmal ein paar Videos anschauen. Gut, dann machen wir jetzt aber den Deckel drauf. Wir wünschen allen, die nach Berlin fahren, eine gute Fahrt, viel Stimmung, kommt mit dem Pokal wieder heim und ja, nicht nüchtern, das ist Grundvoraussetzung. Ich glaube, die Jungs hier, die zumindest in Berlin sind, ich bin leider aus privaten, persönlichen Gründen nicht vor Ort, freuen sich, wenn ihr mit einem frischen Bier in der Hand auf sie zukommt. Nein. Nein. Ich will genau das Gegenteil, bitte voll. Ich will, dass wenn mich jemand sieht, wie ich trinke, dass er mir es abnimmt, weil ich will nicht während dem Spiel betrunken sein. Aha. Okay, also nehmt dem Basti das Bier weg und gebt es einem von den anderen. Damit es einfach gerecht verteilt. Oder dem Dennis vielleicht auch. Lieber nicht. Okay, alles Bier zu Marvin und Alex. So, haben wir es jetzt? Jetzt passt es. Ja. Okay, hervorragend. Und wir werden uns in der nächsten Woche in irgendeiner Art und Weise wieder melden. Wir müssen nochmal wegen den Terminen gucken, aber ich glaube, da sind wir sowieso alle die komplette nächste Woche am Feiern. Von daher könnte das ein bisschen schwierig sein, da einfach mal die Social Media im Auge behalten. Ja, auf jeden Fall Social Media im Auge behalten. Ich habe mir nämlich heute eine neue SIM-Karte geholt und zwar so eine hier wie Prepaid, damit ich auch, ich habe ja eigentlich Kongster, ne? Aber Kongster kackt manchmal ab, weil ich da kein LTE habe und weil wir uns ja gedacht haben, naja, vielleicht machen wir das irgendein bisschen was. Haltet mal unsere Social-Media-Kanäle im Auge, vielleicht auch unseren Facebook-Channel, vielleicht gibt es da die ein oder andere Video-Message. Wir werden es sehen, je nachdem, ob alles passt. Und ja, halt es einfach im Auge, denn ihr seid doch eh die ganze Zeit online, ihr Füchse. Insofern könnt ihr auch mal bei euch vorbeischauen. Genau, zumindest diejenigen, die nicht vor Ort sind, sondern das Ganze gebannt vor den Geräten zu Hause verfolgen. Gut, dann danke ich euch fürs Zuhören, ich danke euch fürs Mitmachen und ja, ab geht's in den Pokal. Eintracht!